Man sagt, dass die Zeit alle Wunden heilt. Nicht so aber bei chronischen Schmerzen. Hier kommt es zu anhaltenden Schmerzen, auch wenn längst die ursprüngliche Quelle beseitigt ist. Wir möchten verstehen, warum das so ist. Also was ändert sich in den neuralen Bahnen? Was ändert sich an Schmerzsensoren? Und wie können wir diese Veränderungen wieder rückgängig machen? Chronische Schmerzen sind ein großes, sehr häufiges Gesundheitsproblem weltweit. Jeder fünfte Europäer leidet an chronischen Schmerzen. Und gerade diese Doppelseite von Schmerz, zum einen in dem physiologischen Sinn ein protektives Mechanismus, was uns von Schaden schützt, und auf der anderen Seite ein chronisches Problem, was nicht mit herkömmlicher Pharmaka zu behandeln ist, diese Umwandlung fasziniert mich unheimlich. Die Herausforderung ist, herauszufinden, welche Teile des Nervensystems wirklich kausal in der Schmerzwahrnehmung beteiligt sind. Während Schmerzen sind eine Vielzahl von Gehirnareale aktiviert. Mit Methoden wie die Optogenetik, womit wir anhand von Licht neuronale Aktivität steuern können, können wir Neuronen in spezifischen Gehirnareale ausschalten und dessen kausalen Beitrag zu Schmerz nachweisen. Denn nur wenn wir Kausalität verstehen, können wir auch spezifische Therapien entwickeln. Oh.